Schönen guten Tag und willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe, mit einem Terroranschlag, glaube ich. Oder Vergeltungsschlag, besser gesagt. So. Genau, da ist er. Okay, so, Ziel versteckter Angriff, okay. 13 Chrysaliden, okay, nee, 13 Feinde erwarten mich diesmal. Chrysalide, Berserk und Phantom. Anscheinend schickt Advent diesmal Nahkampftruppen ein, um halt dieses Cap niederzumachen. Setze Kurs auf Osteuropa. Na gut, das versuche ich mal zu verhindern. Wird diesmal sehr nahkampflastig. So, und dann fange ich mal an hier. Ausrüstung. Nein. Erstmal hier zur Trupp löschen. Ausrüstung freigeben, dann Rüstung freigeben und die Waffen freigeben. So. Dann fange ich mal an. 3 Tage, okay. Ich brauche auf jeden Fall einen Spezialist. An der Stelle Ausrüstung ändern, Rohranzug. Ich denke mal, überragendes Ziel von Rohr, Magazin plus und Stecher. Okay. Okay, dann ist ein Standardgewehr, so nett. Du kriegst mal diesen Plasmagewehr und ein Medkit. Nächste. Ich werde mal schauen. Okay, ich werde 2 Spezialisten definitiv mitnehmen. Weil wegen Chrysaliden, wer weiß, wenn die halt rankommen, dann habe ich halt dieses Gift halt. Hier gebe ich mal. Warum nicht? Okay, sieht auch nicht schlecht aus. Das Destruktor-Gewehr. So, kriegst auch noch ein Medikit. So, dann. Was Körner. Nein, ich nehme halt. Okay, die Zielsoldaten mit. So, ist auch ein Bohranzug. Du kriegst sogar. Nimm mal dieses Gewehr mit. So. Dann. So ein Scharfschütze. Du kriegst dann auch einen Voranzug. Kriegst halt die Nachtlanze und Nachtkralle. Hier gebe ich mal einen Blasterwerfer. Soll's ja im Hintergrund agieren. So, dann. Okay, ein Ranger. So. Du kriegst halt den Rage-Anzug. Und du kriegst halt. Dafür kriegst du den Katana. Hier gebe ich mal Flammenwerfer oder die Schredderkanone. Ich gebe dir mal den Flammenwerfer. Und zu guter Letzt. Warum nicht ein Granadierer? Wasserwerfer. So, da habe ich noch 2 Optionen noch frei. So, Wasserwerfer beide vergeben. Ja, okay, 3 Raketenwerfer habe ich ja noch. Ich würde. Ich
Blaster, den Plasma Blaster. Du genauso? Nee, hier mache ich wahrscheinlich anders. Genau. Nee, Schreddersturm. Doch, ist okay. Nee, doch, Schreddersturmkanone. Und du kriegst dafür den Flammenwerfer. So. Für die Truppen sind. Warte mal. PKS. Genau. PKS, persönliche Kampfsimulation. Hat den überragenden Fokus. So. Mal schauen. Ihr habt, oder? Okay, du hast. Hast du von PKS? Bin ich echt dann überlegen. Wie viele Fertigkeiten? Okay, fortschrittliches Ausweichen. Okay, nee, dann passt das schon. Das erste. So, dann würde ich mal sagen, na, Kacke. Sky Ranger, ein. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Gespannt, wie es ablaufen wird bei 13 Feinden. Wo ich sagen muss, der Phantom ist mehr so eine Unterstützungseinheit. Außer die packen wirklich halt mehr Phantome rein, anstatt Chrysalide oder Berserker. Wir haben gerade erfahren, dass Aliens einen Widerstandsaußenposten in dieser Region angreifen und keine Gefangenen nehmen. Diese Menschen brauchen unsere Hilfe. Wir rücken aus und sorgen dafür, dass die Aliens ihren Angriff bereuen. Neutralisieren Sie alle Feinde und sichern Sie das Lager. Alles klar. So, rettet die Widerstandstruppen, besiege alle feindlichen Streitkräfte. Okay. Einer der Auserwählten führt einen Angriff auf das Widerstandsnest in diesem Gebiet an. Unsere Leute tun, was sie können, um sich zu wehren. Aber wir müssen den Zivilisten helfen, die in der Nähe gefangen sind. Unweit von ihrer Position versteckt sich eine Gruppe von Widerstandssoldaten. Begeben Sie sich dorthin und helfen Sie ihnen, die Alien-Truppen abzuwehren. Okay, man hat gehört. Auserwählte. Die Auserwählten habe ich nämlich letztes Mal besiegt. Es können keine Auserwählten mehr vorbeischauen. Naja. Oh, was ist das denn? Ah, cool. Ich habe Milize. Okay. So, du läufst mal dahin. Allá voy. Du läufst mal dahin. What's over there? So, was mache ich jetzt mit dir? Ah ne, du bist der Scharfschütze. Ich lasse dich erstmal da stehen. Okay, jetzt mal. Du läufst mal dahin. On my way! So, dann
Ach. Ist ja echt so weit nicht ran. Das wird mich jetzt mal. Ach, da oben ist keine Deckung. Okay. Sonst hätte ich, hier oben den Scharfschützen platziert, aber das ist leider nicht der Fall. So, geht los mal. Ja, nimm mal die halbe Deckung. So. Okay, du läufst verdeckt. Ne, ist mir auch. Ja, gut, dann auf, komm mal dahin. Und hier ist nirgendwo Deckung. Okay. Affirmative, moving out. Scharfschütze? Nö, der kann eigentlich da bleiben. Dann gehen alle mal einmal im Feuerfall schaffen. Overwatch! Affirmative, covering now! Poniendo en guardia. Come get some! Affirmative, covering now! So, mal schauen, woher die Feinde kommen. Ah, okay. Okay, Wächter. Wächter? It's dead. It has to be dead. Okay. Ah, da ist. Feinde. Gut. Dieser Chrysalide ist weg. Okay, gestriffen. Gut, man merke, er selber hat zwei Chrysaliden weggemacht. Oder besser gesagt, hat ein Chrysalide angeschlagen und einen komplett ausgeschaltet. Weil der Scharfschütze hat einen noch weggemacht. Und dank seines Wächters halt ist dieser Sturm erstmal vorbei. If you say so. So, super praktisch. Wächter. So, ne, dich bewege ich zum Schluss. Okay, ich habe hier den Widerstandskämpfer. Estoy en marcha. Will ich hier noch Druck ausüben? Druck ausbauen? Weil ich muss ja eh da nach unten. Da komme ich so weit nicht hin. Ich denke mal... Wollen wir in Feuerbereitschaft gehen? Overwatch! I'm on it!
Was ist da? Come get some. Na? Ah, da. Okay, gestrichen. Daneben. Blanco fallado. Jetzt muss der Schuss aber sitzen. Weg. That's right. Das Widerstandsteam ist in Sicherheit. Es hilft nun den anderen Überlebenden. Eine große Gruppe Zivilisten sitzt in der Nähe ihrer Position fest. Unsere Sensoren erfassen feindliche Truppen, die sich schnell nähern. Wir müssen schnell handeln, bevor die Aliens diese Menschen abschlachten. Vier Anläufe gebraucht, um einen Chrysalid abzuschießen. I'm trusting you here. So, der Scharfschütze, da kann sich da mal hier. Okay, ist halt Hütte gegen. On my way. Ja, Weg will ich mal hier hin. Not a problem. So. Nee, das heißt. Good copy. Moving on target. So. Dann will ich einfach einen Sturmschuss machen. Und sage, du läufst mal. Auf mal da. Closing on target position now. Ein bisschen halt die, sag mal schnell. Ein bisschen Schrecken gut zu machen. Hier. Absolutely. Und fangst mal jemanden an zu inspirieren. Schwere Waffe nach vorne. Nee, schwere Waffe. Zug. Okay, Let's do this. Schätze ich mal hinterm Auto. Ja, ich denke mal, ich kann auch weiter nach vorne rennen. Órdenes confirmadas, marchando. Was sollte
jetzt erstmal keine Gefahr ausgehen. Okay, du hast keine Deckung. Achso, du hast nur deinen Sturm und Schuss noch frei. Okay. Moving to Overwatch. Absolutely. Okay, solange keine Gegner da sind, dann kann ich dich auch im Offenen stehen lassen. Not a problem. So. Okay, keine Gefahr. Okay, gestriffen. About to get burnt to a crisp. Okay, jetzt sind Feinde in der Nähe. Glaubt, da war irgendwas halt. Schwere Waffe nach vorne. Volle Deckung? Ne, nimm mal die halbe Deckung. Okay, du siehst nichts. Okay, das ist schlecht. Den Widerstandskämpfer. Ja, okay. Lass mal dahin. Okay, du musst. Okay, lauf du mal dahin. Scharfschütze. Absolutely. Ah, okay, nächste Runde kann der Scharfschütze sich dahin stellen. Orders confirmed. Moving out. Okay, wo bist du? Hinter den Kisten. Heading out. So, ihn Feuerschutz gehen. Okay, sie sieht nichts. Okay, nächste Runde. Muss spurten. Ja, noch will do. Overwatch. So, Feuerschutz. Scanning. On Overwatch. On Overwatch. So. Der einzige, der halt richtig steht, ist der mit der schweren Waffe. Okay, Widerstandsaktivität. Alle Besuch. In Rage, okay. Daneben. Okay, da hinten steht ein Phantom. Gut, Chrysalide ist weg. Oh, noch einer. Auch erstmal mein Scharfschütze. Wo ist er denn? Ach ja. Fix ich mal einmal dahin. Noch kein Ziel im Visier. Ah, Sturm und Schuss ist noch nicht bereit. Moving to designated position.
die schwere Waffe, die kann mal... Die kann nach unten. Ja, die kann auch ruhig nach unten schon mal. Let's do this! Einmal hier unten. So, du kannst... Okay, das Gebäude ist hier im Weg. Aber macht nichts. Du läufst einmal dahin. Du läufst mal hier hin. So, du läufst einmal dahin. Ja, was mache ich jetzt mit dir? Ich möchte gerne nach oben bleiben. Was? Du kannst mal hier laufen. Scanning. Und zack. Come get some. Affirmative. Covering now. Roger, I've got my eyes on. Affirmative. Covering now. I'm on it. Einmal über Feuerbereitschaft. So, bin mal gespannt, was die Aliens machen. Unterstützung. Oh. Okay, Commander, Atlant, denkt nicht an Rückzug. Ihre Einheiten im Einsatzgebiet ignorieren unsere Truppen, um gezielt Zivilisten anzugreifen. Schalten Sie diese Schweine aus. Okay. Kritisch? Daneben? Daneben, okay. Daneben? Und wen hast du im Visier? Ach, den Berserker. Nee, ich mach was anderes. Ja, ich hoffe, dass ich den kriegen kann. Ah, schade. Den kann ich doch nicht kriegen. Gut, dann, Ja, warum nicht? Phantom 1, Phantom 2? Okay, das mache ich dann anders. Okay, du siehst nichts, aber das ist nicht schlimm. Immer. Okay, mit dir. Einmal Blasterbombe. Right behind you. Alle drunter. Dann. Okay, du musst dich auch nach vorne bewegen. Okay, I'll go. Und dann fange ich mal an. Okay.
Ein Phantom könnte ich wegkriegen. Not a problem. Mal schauen. Ich guck noch mal. Ach, er darf ja nicht mehr. Der glaubt die meine Fähigkeit nicht. So. 100%. Necesito un poco de munición. So. Ein Vorteil. Okay, der ist schon mal ziemlich gut angeschlagen. Die stehen doch alle in einer Reihe. Plasma Blaster. Ich würde sagen, Plasma Blaster los. Oh, Beute zerstört. Ups. Okay. Ja, mach ihn mal weg. By the numbers. So, du bist verborgen. Das noch, okay. Ja, geh mal auf Feuerbereitschaft. So, was mache ich jetzt mit dir am besten? Stasis? Nulllanze? Einen leeren Spalt. Kommst nicht hin. Nulllanze? Auch nicht hin. Okay. Warum nicht? So. Ah, kommt nirgendwo was hin. Okay, dann, na toll. Hm. Da gehst mal in Feuerbereitschaft. Gehst mal auch in Feuerbereitschaft. Müsste mal hier mal die beste Deckung. So, mal schauen, was die Aliens machen. Okay, klar. Okay. Kritisch getroffen. Okay, 6 Schaden. Daneben. Du läufst weg. Hey, ich wollte den Großen übernehmen. Ach, die werden den kaputt schießen, habe ich das Gefühl. Okay, der Chrysalid ist weg. Okay, du
muss einmal nachladen. Aber ich möchte, ich brauche. Ich muss mal das Sichtfeld mal ein bisschen besser aufklären. Okay. Wenn's hier brennt. Okay, mach ich mal mit Sturm und Schutz. Set 'em up, knock 'em down. Wie siehst du denn? Ach. Den Berserk, okay. Keine vernünftige Deckung. I'm on the move. Ha. So, da stehen die. Ist schon interessant, wie die da stehen. Einmal durchschlagen. So. Warum soll ich mit einem einzelnen Schuss abgeben, wenn ich noch meine Blasterbombe habe? Die ich überall ist am Brennen. Die ich nämlich hier ansetzen kann. Multiple targets down. Du hast noch einen Sturm und Schuss noch frei. Ist flankiert. Ah, da mache ich kurz und schmerzlos. 100%. Zack, weg. So. 9 bis 11. 8 bis 11. Okay. Guten Tag, Gesichtsloser. Da würde ich mal sagen, hält's mal drauf. Und tschüss. Den hätte ich übernehmen können. Ah, verdammt. Sure thing. Ja, egal. So. Wie viel hat er noch? Okay. Ah, halt mal drauf. Kritisch 12? Männer 1-5, okay. Sie haben die verbliebenen Zivilisten gerettet, fertig. Und es sind keine Feinde mehr in Sicht. Gute Arbeit da draußen. Okay, 18 von 19 Zivilisten gerettet, 7 unbenötigt, ein verwundeter Soldat. Passt.
doch etwas angenehmer als gedacht. Ich dachte, das wird jetzt total Chaos ausbrechen, aber ist nicht so. Allein die Widerstandskämpfer haben schon sehr viel. Ließen verlauten, dass das heutige Manöver der Friedenshüter eine planmäßige Übung war. Für unsere Bürger besteht kein Grund zur Besorgnis. Alle Schüsse und Wunden waren nur zu Trainingszwecken simuliert. Okay. Die Widerstandskämpfer haben auch sehr gute Arbeit geleistet, haben auch den einen oder anderen Feind noch weggemacht. Besonders Chrysalin ist immer so ein Thema. Aber sonst lief das doch ziemlich gut. An Boden, Commander. Gute Arbeit da draußen. Okay, gute Zusammenarbeit. Drei Tage fällt er aus. Passt schon. So, 18 gerettete Zivilisten, 6 Chrysalin-Leichen, 3 Berserker-Leichen, 4 Phantom-Leichen, 1 gesichtslose Leiche. Ja, der gesichtslose ploppt auf und schon weiter weg. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ihre Bemühungen stärken die Widerstandsbewegung auf der ganzen Welt. Okay, monatliche Vorratsbelohnung gestiegen in Osteuropa. Einnahmen um plus 54 Vorräte erhöht. Wunderbar. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? So. Genau, ich wollte zu dem Fremden. Ranger berechnet neuen Beute. Kurs. Das wird sich noch als wichtiger Durchbruch erweisen. So, austauschbare Verbesserung, Forschung abgeschlossen. Was haben wir da? Durch unsere Neuentwicklung unserer Modularsysteme, um den Zugang zu ihren verbrauchbaren Teilen zu verbessern, können unsere Waffenverbesserungen unendlich wiederverwendet werden. Wunderbar, verbesserte Schrotflinte. Commander, wir haben einen erstaunlichen Durchbruch erreicht. Okay. Unsere Wissenschaftler werden sofort loslegen, Commander. Ich bin halt kein Freund von Schrotflinten, aber das passt schon. Besonders hier bei XCOM halt. Man muss halt ziemlich nah ran und so. Um überhaupt zu treffen halt, aber so. Was haben wir da? Fortschrittlicher Stecher einmal, überragender Laservisier einmal, auserwählten Informationen einmal. Okay. Praktisch. Okay, das Einrichtung könnte ich angreifen. Okay, hier steht schon mal der Funksender. Was haben wir da? Insiderwissen. Der Effekt aller Waffenmodifikatoren ist erhöht. Okay. Da will ich mal den Kontakt in Südafrika herstellen. Hier ziehe ich Informationen. Auf dem südafrikanischen Sektor. Ja, ich brauche auch langsam wieder Informationen. Tage dauert der Quatsch. Regionalen Kontakt aufzubauen. Nächtliche Advent-Überfälle. Advent geht hart gegen die Rekrutierung des Widerstands vor, was den Preis von Rekruten in einem Monat lang um 100% erhöht. Okay, damit kann ich leben. Wir sind siegreich und unsere Sache schreitet voran. Plus 1 Widerstandskontakt. So. Okay, Beute sicherstellen, Einrichtung, Hinweis, Vorräte sammeln, Informationsbeschaffung. Was nehme ich da? Okay.
Roboterprojekt. Okay, jetzt kommt die Sache. Information beschaffen, so. Okay, du bist noch für den Tag angeschlagen. Kameradschaft formen. Wollte sicherstellen. Ach, wenn ich ehrlich bin, 5 Tage dauert das. 6 Tage. Okay, kann jemand anders mal machen. Kannst du mal mit? Dann einen normalen Soldaten. Ein Wissenschaftler. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können Ihre Leute auch mithalten. So, ich brauche ja auch ein bisschen Information für den nächsten Kontakt dann. So, achso, Tierausbildung fertig. Dann, das ist nämlich, das ist eigentlich egal, was ich nehme. Ich nehme Sprengzünder mit. Ist schon ziemlich witzig halt. Ach, du hast ein paar Granaten dabei, ich spring die mal in die Luft. So. Okay, die Ausbildung ist auch dadurch. So, dann, Seelenraub. Ah, Guerilla-Einsatz. Okay. Was haben wir da? Zerstöre das Alien-Relais, unsterbliche Treue, okay. Andromedon, was haben wir da? 11 Feinde, Andromedon, Muton, Elite-Offizier, Elite-Profikator, Elite-Soldat, Torwächter, Viper, Phantom, Elite-Schildträger. Und hier wäre neutralisiere den General, Codex, Archon. Ah, hier könnte ich den, hier kriege ich einen Wissenschaftler, hier einen Ingenieur. Okay. Ja, ich denke mal. Positionsspeer. Wir haben weitere Informationen über den Einsatzort und können alle Feindbewegungen beobachten. Okay, hier habe ich einen Lagebericht, einen positiven. Hier habe ich gar nichts. Naja, da lasse ich mir was einfallen. Ansonsten würde ich sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.